Wenn es jemand schafft, nicht nur eine Sau pro Tag durchs Dorf zu treiben, sondern 20 Säue, nimmt man als Wähler irgendwann den Gestank nicht mehr wahr. Und das ist eine Grundlage oder eine Grundaussage, die sehr darauf zutrifft, was Trump sich in den letzten Jahren geleistet hat und weiterhin leistet. Nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er diese Wahlen gewinnen könnte. Die Auswirkungen auf uns, auf Europa werden teilweise dramatisch sein können. Wahrscheinlich sind sie es dann auch. Und man hätte einfach schon sehr, sehr viel früher sich mit den Protagonisten auseinandersetzen müssen. Gysi gegen Gutenberg.